als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, habe ich gelernt, Nein zu sagen. Nein zu Menschen, Situationen oder Verhaltensweisen, die mich meiner Kraft beraubten. Ich erkannte, dass mein klares Nein ein ganz lautes Ja für mich selbst bedeutete. Was ich anfangs für gesunden Egoismus hielt, ist in Wahrheit reine Selbstliebe. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, habe ich erkannt, dass es unzählige Ausdrucksformen des Lernens gibt. Ich gab andere Menschen und Geschehnisse frei und fühlte mich nicht mehr für ihr Wohl verantwortlich. Mir wurde bewusst, dass ich selbst unmöglich wissen kann, was wirklich für sie richtig ist und ansteht. Mir wurde klar, wie anmaßend und überheblich mein Verhalten war. Ich weiß heute, das ist Loslassen. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, habe ich erkannt, dass alles, was in meinem Leben geschieht, einem tieferen Sinn folgt. Ich erkannte, dass ich immer und überall genau dort richtig bin, wo ich bin. Das befreite mich von der Vorstellung, etwas ändern zu müssen. Heute weiß ich, das ist Hingabe. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, wurde mir bewusst, wie wenig es mir zusteht, andere Menschen meine Sichtweise aufzudrängen. Ich erkannte, dass jeder Mensch nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hat, seine eigene Wahrheit zu suchen und zu finden. Jeder auf seine Weise, auch ich. Ich weiß heute, das bedeutet Achtung. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, wurde mir bewusst, welcher Folter ich mich tagtäglich ausgesetzt habe. Unzählige Male habe ich mich kritisiert und kleingeredet, gedemütigt und entwürdigt. Ich entdeckte meinen schlimmsten Feind in den eigenen Reihen. Als ich das erkannte, entflammte augenblicklich tiefstes Mitgefühl für mich selbst. Heute weiß ich, das ist Selbstwert. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, habe ich angefangen, auf die sanften und leisen Stimmen in mir zu hören. Ich drehte ihren Regler lauter und das sinnlose Getöse in meinem Kopf verstummte. Heute weiß ich, das ist Führung. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, habe ich aufgehört, die Schuld für mein Leben im Außen zu suchen. Ich erkannte, dass nichts und niemand mir jemals geschadet hat und alles einem tieferen Sinn folgte. Dadurch übernahm ich die Verantwortung für mein Leben vollständig selbst, statt sie auf andere abzuwälzen. Heute weiß ich, das ist Mut. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, habe ich erkannt, dass ich an nichts und niemand festhalten muss, sondern gehen darf, wohin mein Herz mich führt. Dadurch lösten sich Enge und Stillstand und meine Lebendigkeit kehrte zurück. Heute weiß ich, das
ist Freiheit. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, wurde mir klar, dass Angst, Schmerz und Leid mir nur Bereiche aufzeigen, in denen ich noch nicht meiner inneren Weisheit folge. Ich nahm sie dankbar an, erkannte ihren Wert und erlebte sie als meine größten Lehrmeister. Ich weiß heute, das ist authentisch sein. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, habe ich aufgehört, mich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen. Ich erkannte das kreative Wunder in jedem Einzelnen da draußen und somit auch in mir selbst. Statt verzweifelt anderen Menschen hinterherzulaufen, begann ich, meine eigenen Gaben zu entdecken und zu leben. Ich weiß heute, das ist Reife. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, habe ich aufgehört, Dinge zu tun, die sich für mich nicht gut anfühlen oder Druck auslösen. Ich hörte auf, wie eine Marionette zu leben und lernte selbstständig laufen. Ich erkannte, dass es alleine in meiner Hand liegt, ob ich mein Leben leicht und in Freude lebe oder mich anpasse und erdrückt fühle. Heute mache ich nur, was mir Spaß und Freude bereitet. Ich höre auf mein Herz und folge meinem Lachen, auf meine eigene Weise und in meinem Tempo. Ich weiß heute, das ist Leichtigkeit. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, konnte ich meine Vergangenheit in Dankbarkeit loslassen. Denn ich hatte den Sinn meiner Erfahrungen erkannt. Die Zukunft wurde für mich ein großer, offener Raum, den ich jetzt, in diesem Augenblick, bewusst gestalten darf. Ganz nach meinen Wünschen. Seither lebe ich im vollkommenen Augenblick und weiß, das ist Erfüllung. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, hörte ich damit auf, mich selbst und alles in meinem Leben zu hinterfragen. Ich nahm mich an mit all meinen Eigenarten und meiner Andersartigkeit und schloss Frieden mit mir. Ab dem Moment konnte ich dem Wunder, das ich durch mich ausdrücken wollte, seinen Lauf lassen. Heute weiß ich, das ist Frieden. Als ich begann, meiner Seele die Führung zu überlassen, wurde mir bewusst, dass ich immer und überall die Wahl habe. Ich kann leiden, solange ich möchte, und mich gegen meine Wahrheit stellen. Oder ich lasse meinen Widerstand los und gebe mich hin. Es liegt ganz allein in meiner Hand. Heute weiß ich, das ist Ermächtigung. Das ist das Leben. In jedem Augenblick haben wir die Wahl, alles in uns zu verändern. Wir können es anstrengend gestalten, weil wir gegen unsichtbare Wände drücken, oder wir lassen uns vom Fluss des Lebens einfach tragen und geben uns hin. Das Leben ist nur ein kreativer Spiegel unserer eigenen Sichtweise. Das zu erkennen, ist der eigentliche Sinn unseres Lebens. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.